Boot oder mich da hinschicken kann ein? Ich denke schon. Machen wir einfach so. Ja, da läuft schon ein Boot raus. Haben wir noch mehr Boote? Ich habe noch 3 Boote und 107 Bretter. Ich habe voll die Bretter vom Kopf. Da liegt noch ein großer fetter Stein. Ja, richtig, da war meine Holzfäller. Mit Holzfällerhütten fällt man Steine. Mit Steinbrüchen meißelt man Holz weg. So, halt, meine Festung war hier. Es hat nicht gereicht. Scheiße. Was könnten da noch in der Nähe sein? Das vielleicht. Das muss ich noch einnehmen, vielleicht, eventuell. Ich habe doch da noch irgendwo ein Einheimhaus, das angreifen kann. Zeig mir, was du kannst. Komm, los, Baby. Zeig mir, was du drauf hast, Süßer. Gib's ihm hart. Nee, da ist noch gar keiner drin. Da ist auch noch nichts drin. Ja. Das muss ich auch noch irgendwie einnehmen, aber ich habe hier gerade nichts. Ach, versuchen wir unser Glück trotzdem mal. Ein bisschen meine hinteren Linien ausdünnen lassen können, Möglichkeiten technisch. Ja, fängt ja schon mal richtig gut an, ne? Ah, theoretisch bestätigt noch, er ist tot. Ja. Es bestand die theoretische Möglichkeit, dass es theoretisch gewinnt. Ich schicke mal noch einen von weiter hinten, wo kommt der jetzt herkommt. Der kommt von da, es ist ein bärtiger Mann. Jetzt kommen die aus der Festung, oder? Jawohl, da kommt noch ein Offizier mit. Jetzt habe ich keine mehr. Ganz toll. Das heißt, ich muss bald wieder warten anfangen. Ganz toll. Ich gehe nicht davon aus, dass du jetzt wirklich gewinnst, oder? Nein. Und tschüss. Mein Vorstoß ist gestoppt. Wie damals in Russland. Aber da haben wir ja trotzdem noch gewonnen. Oder wie war das? Also ich habe in Geschichte immer nicht aufgepasst. Gehe ich vielleicht noch den... Jawohl. Kann ich sein Schloss vielleicht einkreisen? Vielleicht. Und da laufen auch noch was zur Hölle. Warum schicken die jetzt erst raus? Jetzt wäre es vorteilhaft, wenn ich noch rechtzeitig gewinnen würde. Sehr rechtzeitig, weil gegen so viele Hauptmänner, ne? Na, du Versager. Scheint alles totale Versager! Könnt ihr denn gar nichts? Ich erwarte doch nur das Unmögliche von euch. 264%, hey. Ja, wenigstens eine bloß, ein Leutnant, bloß, in Anführungsstrichen. Und tschüss. Haha, und 2 Offiziere direkt an der Front, das ist aber schön. Ja, wunderbar. Geht er doch noch irgendwie weiter. Wie im Zweiten Weltkrieg. Plötzlich geht's doch weiter. Verlängerung. Und dann haben wir die Russen besiegt. Und das gerechte Deutsche Reich erobert die ganze Welt. Oder irgendwie so war das. Es ist genau das Geschichtsunterricht, dem ich nie aufgepasst habe. So ein 1-Ende. In dem Gelände. Komm schon. Saf ab. Safe zu, dann habe ich mal Ruhe. Ein weiterer köstlicher Witz von mir. Hä? Was? Haha! Ich gewinne. Überraschend, aber ich gewinne. Mensch, nein, hier hin. Mensch. Mensch, hast du auf, was auch immer du machst. Oh, da schickt er noch einen Hauptmann, aber er kommt zu spät. Spät, 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 spät.
spät, spät. So, wie sieht's denn hier oben aus? Na, da ist jetzt auch schon ein Hauptmann drin. Da hätte ich aber zwei Leutnants. Deswegen würde ich sagen, Angriff. Weil einen werde ich wahrscheinlich höchstens Minimum verlieren. So Minimum, ne? Dass ich einen verliere. Ah, aber ich konnte es nicht abschneiden. Scheiße, jetzt kann er da theoretisch noch mehr Verstärkung rausziehen. Ich könnte natürlich auch sein Schloss angreifen und schauen, ob ich das Blatt bekomme. Apropos Schloss. Immer noch nett. Was ist denn da noch in der Nähe? Das ist doch so ein riesen Rahmen. Muss ich da noch was erobern? Es wird langsam schwierig, hier noch irgendwas zu erobern. Es gibt nicht mehr so viel. Prozent, ja, da geht was. Das wird doch mein Obergefreiter nicht noch gewinnen wollen. Oh, oh, doch. Gegen den Mann in der eisernen Maske. Henry Maske in der rechten Ecke. Gegen den bärtigen Mann in der linken. Das sieht nicht gut aus für den bärtigen Mann, denn der bärtige Mann stirbt jetzt. Von Henry Maske mit einem Schwert erschlagen. Kommen da noch mehr? Also so nachschubtechnisch. Da kommt schon einer, jawohl. Sehr vorteilhaft, wenn ihr scheiß Punks immer voll platt machen würdet. Ich habe noch keinen zweiten Hauptmann. Na, ich glaube, den verliere ich auch. Na, komm schon. Ah, es besteht noch die Stimmung, ich bin tot. Es könnte möglicherweise tot. Oh. Ups. Ich wollte doch nichts kaputt machen. Schick mal noch einen raus, was auch immer jetzt kommt. Schick ihn wieder zurück, schick ihn wieder zurück! Och nee, nicht verlieren, gewinnen! Ach, ist halt so unfähig. 277% und ihr verliert immer noch. War kein Obergefreiter, den ich geschickt habe, ne? Merkt's gleich. Und da waren meine guten Leutnants dahin. Guter Feind hat, hey, ich hab ein Boot. Da kann man zwar keine Leute mit transportieren, aber warnen, was natürlich total nützlich ist. Hm. Hey, vielleicht reißt der Gefreite ja noch was. Ja klar, der besiegt den Hauptmann mit 279%. Ja. Und er hat schon verloren. Nein, er könnte theoretisch noch gewinnen. Klar. Und morgen ist Weihnachten und Ostern zur selben Zeit. Ja, insgesamt haben wir schon über 3/4 Land, nähern wir uns den 90%. 3/4 der Gebäude. Ja, und 2/3 der Militärmacht. Hm. Ich bin ja verlockt, was Dummes zu tun, mal wieder. Könnte vorher mal sichern. Das ist eine sehr gute Idee. Bevor man dumme Dinge tut, sollte man sichern. Komm schon. Also. Da. Apropos, was macht man in der Goldmine überhaupt? Ah, da kommt schon einer gelaufen. Ich frage mich ja, wo die immer die Gondel haben. Oh, die habe ich unter meiner Mütze. Oh, das ist weiß. Aber alles andere rundum herum ist ein Strich. Da oben sogar schon Doppelstrich. Doppelstrich, hm? Nennt man auch Kreuz, du geistig behinderter Idiot. Fettes Kreuz, das hat sie gefressen, ha, deswegen ist es fett worden. Militärmacht ist jetzt bei 14%, meine ist bei 2/3 knapp. Okay, machen wir es ganz genau, ist bei 68. 78 wäre schön, hätte ich schon 3/4. Nicht nur 2/3, so. Du und dein Schloss wird untergehen, ich habe gerade 82%. Und tschüss. Und das jetzt eben. Soundlag.
vom Druckler. Klingt komisch. Klingt komisch, ist aber so. Ey, die zwei Leutnants. Und der Hauptmann! Ich pack's nicht. Ich hab sie rausbekommen. Voll der krasse Übercheat, ey. Voll krass, dass der Hauptmann noch rausläuft. Okay, jetzt werden erstmal gefreite Heizung. Soldatenheizung! Es ist kalt, verdammt! Dreht auf! Aber der stirbt auch. Ja, der stirbt auch, der stirbt auch, der stirbt auch. Ho, 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 ho. Und ich hab da noch einen ganz nahen. Das ist sogar ein Gefrei. Den schicken wir noch raus. Komm, was soll der Geiz? Wo ist denn der Leutnant und der Hauptmann? Lass mir noch einen übrig. Ich will auch einen töten. Die haben schon einen getötet, wie ich gerade sehe. Cool. Der Rote wird untergehen. Man wird ihn nie wiedersehen. Und tschüss. Und Punk. Yeah. 8%. Es bleibt spannend. Nach einer kurzen Werbepause geht's weiter. Dieses sinnlose Gemetzel wird Ihnen präsentiert von Krumbacher. Echtes Pilsner Bier oder so. Keine Ahnung. Ich trinke kein Bier. Das Zeug schmeckt ekelhaft. Ich werde einiges verlieren, aber was soll's. Ich habe 284%. Ja. Und danach habe ich noch mehr. Ich pack's nicht. Voll in die Fresse getreten. Ich sehe schon, komm, mein Hauptmann hat überhaupt nichts mehr zu tun danach. Okay, der stirbt. Und tschüss. Oh, er ist tot. Wie bedauerlich. Du bist kein Soldat, verpiss dich! Du musst dich da verpissen! Geht nicht, da steht ein feindlicher Soldat! Der soll sich jetzt verpissen! Ich verpiss mich erst, wenn wir das Schloss eingenommen haben! Oh, der läuft jetzt einfach mal irgendwo hin, okay. So kann man es natürlich auch lösen. Blöd, ich laufe zum Feind über! Soll doch der dumme Rode verrecken! Und da ist ein Hauptmann draufgegangen. 12%. Und tschüss, wir haben 284%. Und er hat noch 7%. Aber so wie Soldaten wie bei mir rumlaufen, werde ich definitiv das Schloss kriegen. Und tschüss. Egal. Wo ist mein Hauptmann? Ach, der läuft schon wieder da oben rum. Was sind da noch drin? Ja, nutzloser Scheiß. Da brauche ich nicht mit angreifen, das loot nicht. Ja, werde ich wahrscheinlich auch verlieren. Ja, werde ich. Egal, 7%, ne? Ich habe 284 hier. Sehr schön, komm schon. Ach, Gefreite. Weißt du, der letzte, nein, da drüben läuft noch einer rum und das war dann der letzte Gefreite. Das heißt, danach kommen nur noch brauchbare Soldatentypen. Komm schon, stirb einfach. Ist ganz einfach, du musst einfach nur sterben. Genau so. Tschüss. Ja, der Hauptmann, der Hauptmann, der Hauptmann! Du bist kein Hauptmann! Auf der erstmal eine richtige Maske. Ach. Mensch. Gewinn wenigstens, wenn du schon den Hauptmann aufhältst. Na, wenigstens etwas. Zieht noch keine Soldaten zurück. Okay, jetzt kommt ein Hauptmann. Was sagt denn so die Werte? 6%. Er hat 6%. Viel kann er nicht mehr haben. Wenn wir doch bedenken, dass ein Teil seiner Mächte, seiner Soldaten noch in den Wachhäusern sind. Mhm. Ah, da zieht er schon den ersten zurück und da oben auch. Und da den nächsten. Viel hat er nicht mehr. Okay. Ja, den verliere ich wahrscheinlich gleich mal. Oder vielleicht, naja, nee, verliere ich. Oder könnte ich theoretisch noch? Nein. Ja, prügelt euch da drüben ein bisschen. Warum denn nicht?
Jetzt kommt wieder der Hauptmann. Ich habe wieder nur einen Obergefreien. Ich schwach machen, Jungs. Komm schon, stopp mich mit dem Jagd, dann steht das alles wieder eins. Oh, der ist tot. 5%. Ach, lass doch mal den Hauptmann. Wo ist denn der Hauptmann? Ach, da drüben ist der Hauptmann. Da kommen noch zwei Unteroffiziere und das war's dann. Ziemlich, was noch zurück. Er hat noch einen Hauptmann da drin. Den muss ich noch platt bekommen. Erst bei diesem Leutnant platt machen. Und tschüss. Da. Oh, der prügelt sich mit dem Hauptmann. Verliert wahrscheinlich gleich der Hauptmann. Nö, er gewinnt. Und tschüss. Oh, der sagt auch tschüss. Und da prügelt sich der Hauptmann mit dem nächsten. Na komm schon, nehmt endlich das Kackschloss ein. Oh, ich glaube, mein Hauptmann stirbt gleich. Nö, ich glaube, der gewinnt noch. Ja, er gewinnt noch. Und tschüss. Und tschüss, Offizier. Wunderbar. Gewinnt halt endlich mal. Der kann dann immer so viel haben. Macht er lieber diesen scheiß Hauptmann platt. Oh, ich sehe gerade, es sind noch 9%. Stimmt, ne? Na gut, 3 Soldaten hat er ja noch da oben. Ach, macht endlich diesen Kack-Hauptmann platt. Der frisst meine Truppen weg. Ich habe 286%, Mensch. Müssen wir mal gewinnen. Tötet ihn. Meinetwegen auch unfair, aber tötet ihn. Nehmt den Katapult. Meinetwegen auch Artillerie oder Luftangriff. Aber tötet ihn. Bevor ihr alle sterbt. Das ist halt mein einziger guter Soldat, den ich noch hab. Ja, doch. Und tschüss, Leutnant. Damit sind wir dann hier bei 8%. Und jetzt bitte töte den Hauptmann. Verlierst du jetzt wieder, ne? Ja, tschüss. 86% immer noch. Ich schmelze gerade kein Gold, kann das sein? Ich schau mal nach. Ja, die Schmelzen sind mal wieder leer. Hast du noch Gold? Ach, du hast auch gleich kein Gold mehr. Gut, ich schlau genug, was gleich eine zweite zu markieren. Würdest du jetzt bitte mal töten und damit das Schloss dann endlich mal einnehmen? Sehen sie gar nicht ein, wie es aussieht. Los, irgendwann gut. Nein, nicht du. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Seid so scheiße. 287% übrigens. Werdet jetzt mal so freundlich, diesen scheiß Hauptmann, der wahrscheinlich der letzte ist, den er überhaupt noch hat, anzugreifen, zu töten. Töte die töten. Ich sehe schon, komm, Schluss, sind alle tot, alle Toten. Ich habe das Schloss immer noch niedergebrannt. Es fängt schon mal gut an, das heißt aber nichts. Ja, 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 doch, das wird was, das wird was. Er ist tot. Jetzt kommt gleich der nächste, richtig? Ja, war klar. Oh, er hat nur noch 5%, das heißt, das könnte jetzt der letzte sein? Sei der letzte. Ja, du stirbst jetzt eh erstmal, ne? Nein, du tötest ihn, ich bin beeindruckt. Und? Jawoll! Er hat übrigens 288%. Ah, 313% jetzt. Denk mal schon, wo bleibt denn da der Bonus? 313%, sehr fein. Und der Rote ist damit Geschichte. So, ich habe jetzt hier nur noch Gefreite drin sitzen, sehr gut. Aber die teilen sie ja eh gleich auf, dann passt das schon. Ja, ja, gleich. Wahrscheinlich die Bergwerker-Schöpfe oder sowas. Oder der andere hat mich angegriffen. Ja, nee, Bergwerk ist alle. Tschüss, Bergwerk.
Ist alles schon eingelagert, das ist ja der Wahnsinn. So. Was machen wir überhaupt meine Bergwerke da oben? Wäre auch immer schlecht, dann muss ich hier noch neue bauen oder was? Egal, der Rote ist damit Geschichte, ja, er hat noch 4%, aber er hat kein Schloss mehr, hat. Und wir nähern uns der 90% Grenze. Wupp. Ja, sehr vielversprechend, sehr vielversprechend. Der Rode ist Geschichte, er hat zwar noch ein paar Wachhäuser, aber 3 Stück. Nichts mehr Nennenswertes. Der Lilane, der eigentlich eine Sie ist, könnte auch ein wenig happig werden, der hat zwischendurch mal Waffen produziert und alles und Gold, das geht gar nicht. Das ist nix. Nur, ist das also ein gefreites Scheißdrecksmist, ne? Ja, ne. Egal, wir sichern nochmal. Ich hab das Schloss vernichtet. Yeah. Ich hab einen schönen Bonus bekommen. Hast viel Schönes. Komm schon. Na komm. Jawohl. Und jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu wenig Soldaten und 47 Wachhäuser. Naja, wahrscheinlich nicht. Mal kurz jetzt hier looken. Ne, ist immer noch. Muss ich wohl hier noch irgendwas einnehmen. Das Wachhäuschen da vielleicht. Aber schon mal schön, dass das Schloss weg ist. Bin ich voll dafür. Aber das war's für heute mit Diesel 1 Amiga-Version. Wir sind ordentlich durch den Feind durchgeschnitten, haben noch ein Schlösslein weggebrannt. Ich denke, bei der nächsten Aufnahme werde ich es vielleicht schon schaffen, es abzuschließen. Kommt drauf an, wo der Hauptmann wieder hingeht. Wahrscheinlich wieder in seine Festung, sitzt sich da mit seinen 2 Leuten das dann wieder den Arsch breit. Aber egal, Karl, das sehen wir dann beim nächsten Mal vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht höre ich auch einfach auf. Egal, das war's für heute. Ich sag Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.